Heute Abend wird gefeiert. DRDL ist ein Teil von unserem Leben, von unser allen Leben. Die Startups sind dadurch stark gewachsen. Ich durfte dadurch echt tolle Dinge erleben und heute Abend geht die 6. Staffel los. Ist das nicht schön? Jetzt schaut euch mal bitte diesen Ausblick hier an. Ja? Tollstes Wetter. Menschen kommen über den Dächern von Bonn zusammen. Das muss einen Grund haben. Ja, natürlich. Die Höhle der Löwen. Und der heutige Gastgeber ist kein geringerer als Löwe Frank Thelen. Ja, Frankie, wo ist er denn? Frankie! Ich habe ihn noch gerade noch gesehen. Wo ist er denn jetzt auf einmal hin? Cool. Ach, da ist er doch. Mensch, da ist er doch, Herr Thelen. Ich freue mich. Na, erstmal die Dame. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's? Ja, sehr gut. Wie geht's dir? Ja, ihr müsst mir sofort sagen, wie ist denn da die Connection? Also, woher kennt ihr beiden euch? Hallöchen. Ich bin. Du bist die Connection. Schönen guten Abend. Erzähl ein bisschen. Ja, Wetter ist schön. Es wird eine geile Party hier. Tolle Leute hier. Ich freue mich auf den Abend. Wir kennen uns von Gedankentanken, ja? Der Frank und du. Stimmt, ja. Gedankentanken. Die Hütte ist auch heute Abend voll. Frank, ja. Vielen lieben Dank für die Einladung. Was gibt's heute alles? Zu essen? Ja, natürlich. Du kennst mich. Ich fange immer mit der Pause an. Also erstmal gibt es hervorragenden Champagner, da wir haben tollen Wein. Und danach gibt es vom Sternekoch Christian Sturm-Wilms ein besonderes Essen, wo auch die Höhle der Löwen Zutaten verarbeitet werden. Das ist ja immer der Hammer. Was hat die Höhle der Löwen aus dir gemacht? Was hat sie aus mir gemacht? Ich glaube, ich liebe jetzt Food, was ich vorher nicht geliebt habe. Sie hat meinen Investment-Horizont brutal erweitert. Was heißt das genau? Druck das mal in Zahlen aus. Ich kann dir sagen, wenn es einen gibt, der sich mit Zahlen sehr gut auskennt, bist du das. Und wenn es einen gibt, der nicht so gerne über Zahlen spricht, dann bin ich das. Also, ich sage, vorher waren es Apps, Software und auf einmal kam die Biosuppe. Auf einmal kam Porridge, Eis, ihr kennt das alles. Und heutzutage haben wir ein echtes Foodunternehmen. Wir haben auch hier tolle Partner, die es vertreiben, wie ein Leckerland, wie ein Rewe. Wir haben einfach eine völlig andere, neue Welt kennengelernt, wo wir heute 10 Startups haben und echt relativ erfolgreich sind. Wie glücklich bist du, dass du damals gesagt hast, okay, ich komme in die Höhle? Sehr. Die Food Family ist großartig und ich liebe sie und wir haben auch heute wieder viel zusammengearbeitet. Aber der größte Vorteil ist eigentlich, dass auf einmal Startups noch mehr aufs Programm kamen und auf einmal sich Politiker und andere Vorstände mehr dafür interessiert haben als jemals zuvor. Das hat einfach, glaube ich, ist fair zu sagen, die Höhle der Löwen geschafft. Weil halt 3,5 Millionen Zuschauer, die kann man nicht ignorieren und auf einmal war das Thema Startup in Stellen, wo ich es vorher nie gesehen habe. Erzähl, wie kommt es zu dieser Konstellation? Das hat Frank möglich gemacht. Ich habe heute die Gelegenheit gehabt, der Diana die Haare zu kalligrafieren. Am besten ist die erzählt selber, wie es war. Ja, also ich war heute Haarmodel und ich bin sehr zufrieden mit meinen Haaren. Also es fühlt sich echt ganz anders an, so viel leichter. Und ich freue mich jetzt auch richtig, die mal so zu stylen. Und ich finde das einfach so ein Hingucker, einfach mit diesem Kalligrafen quasi die Haare zu schneiden. Das war das erste Mal für dich? Genau. Thank you.
Heute Abend wird gefeiert. Der DL ist ein Teil von unserem Leben, von unser allen Leben. Die Startups sind dadurch stark gewachsen. Ich durfte dadurch echt tolle Dinge erleben und heute Abend geht die 6. Staffel los. Was für mich das Wichtigste im Leben ist immer, was darf ich lernen? Wie kann ich weitergehen? Und als ich das erste Mal im Fernsehen war und auch meine großen Kumpels aus der Wirtschaft haben alle gesagt, Frank, das ist doch nichts für dich, du bist doch einigermaßen erfolgreich, das gehört Fernsehen, das ist doch lächerlich, das ist doch alles nur Selbstvermarktung. Und trotzdem habe ich es gemacht. Und heute, glaube ich, habe ich verstanden, wie wichtig es ist, dass man auch eine Geschichte erzählen kann. Dass man versteht, wie funktioniert das eigentlich, dass man tolle Bilder macht und dass man, das hat die Andrea, die glaube ich gleich hoffentlich noch kommt, zu mir gesagt, you will get larger than life. Das ist passiert. Wenn man die Bilder sieht von die Höhle der Löwen, diesen perfekten Schnitt, das alles, dann denkt man, ich wäre ein mega Bombenstar. Ja, was überhaupt? Yeah. Schwachsinn. Und ich hoffe, meine Frau kann das bestätigen. Ich glaube, ich bin auf dem Boden geblieben, aber das ist das, was es macht. Und das ist aber so wichtig, weil ich das übernommen habe oder versuche zu übernehmen für unsere Startups. They need to get larger than life. Und das ist das, wir waren, glaube ich, vorher gut in der Technologie, wir waren gut in anderen Themen, aber Storytelling, sich zu vermarkten, was im Deutschen so fast immer negativ ist, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die habe ich mitgenommen. Zum Schluss will ich noch ein paar Leuten sozusagen einzeln nochmal speziell danken, weil das schon was Besonderes ist auch in der Situation, in der ich bin. Zunächst Freigeist, Holzfrage, damals glaube ich noch E42 in der ersten Staffel. Da bauen wir ein Software-Investment auf, was wirklich gut läuft. Und dann kommt der Frank und sagt, du, ich würde gerne in so eine Show gehen und ich habe keine Ahnung, was ich da rausnehme. Und da bin ich bis heute dankbar, natürlich Marc, Alex und heute dem ganzen Freigeist-Team, dass ich da immer wieder nach Hause kommen darf und ihr mir zuhört. Und ich denke, alter Eiweiß. und das ist wirklich ein ganz zum Schluss. Meine Frau Nathalie, die den ganzen Wahnsinn mitmachen, weil man muss sich das vorstellen, man heiratet jemand und auf einmal sagt der, komm jetzt mal mit, da warten 100 Fotografen, du stehst am Blitzlichtgewitter, das ist eigentlich das gar nicht unsere Welt und jetzt muss ich noch so Drohnenpilotin werden, weil ich irgendwelche Social-Media-Dinger da auf einmal im Urlaub bauen muss. Und sie macht's mit, vielen, vielen Dank, ich glaube unsere Liebe ist über die Herausforderung sogar gewachsen und das ist nicht normal, also vielen, vielen Dank.